Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu... Boah! Zu Project RIT 02. Boah! Ja, hier ist nochmal. Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Minecraft Technik SMP RIT Version 2. Meine Güte! Boah! Heute habe ich es. Ich stopp an, das war der schon der dritte, oder? Ja. Auf jeden Fall, wie immer, mit dabei, mit dem Dödel und nicht Dödel. Okay. Ja, wir sind immer noch in der Vorbereitungszeit für, ja, Gamescom. Und ich würde sagen, wir haben in der Zwischenzeit, zwischen der letzten und der heutigen Aufnahme, haben wir nochmal den Laserdrill und Precharger fertig gemacht. Wir haben jetzt hier so eine schöne kleine Kuhfarm. Haben wir da drin so einen kleinen... Warte mal, das habe ich doch noch gezeigt, dass ich da drin hier die Feedstation gemacht habe. Auf jeden Fall haben wir das Ganze nochmal ans AE angeschlossen, an der extra Festplatte. Und wir haben das Slaughterhouse nochmal per Schalter bedienbar gemacht. Das heißt, wir könnten jetzt einfach mal umlegen und möge das Massengeschlachte beginnen. Jeden Moment. Komm schon. Da. Oh ja. Wir sind sehr human. Aber hey, wir lassen... Ach, wenn ich es wieder ausmachen soll. Ja. Wenigstens lassen wir die Kinder leben. Kann's ausmachen. Auf jeden Fall. Das Slaughterhouse produziert jedes Mal, wenn es eine Kuh tötet, Liquid Meat. Und ab und zu nochmal ein Abfallprodukt, nämlich Pink Slime. Und dieses Pink Slime braucht man einen Bucket voll, den man dann in der Welt hinsetzt und dann spawnt irgendwann ein Pink Slime. Und den muss man dann halt klatschen und man bekommt ab und zu mal Slime Balls. Jetzt sehen wir hier mal Pink Slime, 272 Millibuckets. So, das haben wir dann mal ein bisschen automatisiert mit dem Meat. Das wird dann hier reingefüllt und es werden hier die Raw Meat Ingots produziert, die wir dann braten können zu den Cooked Meat Ingots. Und die... kann man ordentlich verdrücken. Also ein so ein Barren gibt ordentlich Essen wieder. Ganze 5 Keulen. Und da kannst du nichts gegen sagen. Ja, kann man echt nichts gegen sagen. So, und dann. Wir haben auch noch ein bisschen Gunpowder produziert. Also auch ja. Auch nur geringfügig. Ist das Barrel voll? Alter. Ja, was? Ich glaube, ich war hier eine halbe Stunde AFK gestanden. Das ist ja geil, ich stand hier auch schon eine halbe Stunde AFK rum. Auf jeden Fall. Dann haben wir hier unten beim Pferd den Laserdrill mit dem Precharger. Dann hier die Verbindung. Aua. Ja, da sollte man nicht reingehen. Und was ich interessant finde, wir produzieren so viel Strom, dass das instant wieder weg ist. Entweder, ich weiß nicht, ob die Teile nach der Zeit wie bei Industrial Craft Verlustleistung haben, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann. Oder wir produzieren einfach zu wenig. Aber der Laserdrill. Genau deswegen habe ich heute. Genau deswegen habe ich heute was Kleines, aber Feines vorbereitet. Ja, warte mal, ich zeig mal ganz schnell die Ergebnisse vom Laserdrill. Also, da kommt schon einiges zusammen. Auch wirklich hier alles. Wir haben schon wieder von dem Firestone-Ohr, was wir damals. Wo wir damit so stolz drauf waren, dass wir mal was gefunden haben, aber nein. Also, wenn ihr euch jetzt wundert, warum hier nur 8 Redstone sind oder zum Beispiel nur 4 Dia-Ohr, wir haben schon einen Teil verarbeitet, halt das Wichtigste für die Produktion. Was ich aber relativ. Was ich aber halt relativ blöd finde, ist, dass hier einige Erze nicht unifiziert werden, weil wir haben ja 10 Ohr von Tinkers Construct. Was haben wir noch? Silber von Factorization, die von Hydraulic Craft. Aluminium. Oh ja, Aluminium. Wir haben hier einiges. Ja, einmal von Tinkers Constructen, einmal von. Oh, war das andere? Hä? Aber ich find's auch cool, dass es halt die Nether und End-Ads auch mitgebracht werden und Glowstone. Ja, das kann man in der Config einstellen, habe ich gesehen. Ja? Ja. Cool. Aber wir haben ja heute noch was zu tun und ich habe mir auch dann wieder mal hier das Jetpack und die Schuhe genommen, weil bis ich endlich mal das Jetpack in die
Power Armor eingebaut hätte, das würde Ewigkeiten dauern. Also eine Frage, ist dir was aufgefallen hier? Ja, ich hab's schon gesehen, du hast hier die Truhen aufgeräumt. Ja. Man kann hier durchgehen. Ja. Kann sein, dass hier das die Truhen. Ewig gedauert. So viel Stuff? Ja. Alter. Also ich habe versucht, wie möglich ins AE auszusortieren, was schon im AE ist und so, aber das ist alles, was zusammengekommen ist, was nicht im AE ist. Und, sollen wir die Kleinigkeit, die ich mal vorbereitet habe, schon mal zeigen oder sollen wir noch warten? Warten wir erstmal. Okay. Weil ich hab das. Das ich was Schönes. Ich hab das. Ich sag's nur so viel. Ich hab ein bisschen mit Hardcore Ender Expansion rumgespielt. So. Es ist nichts Gutes dabei entstanden. Das wäre Katastrophe. Darf ich mal. Auf jeden Fall. Bin weg. DE. Scheiße. So. Auf jeden Fall. Wir wollen dann heute endlich mal hier ein bisschen mit dem Reaktor weitermachen, nicht wahr? Ja. Und wie gesagt, Crazy hat dann noch ein bisschen was vorbereitet. Ich würde sagen. Okay. Meist dann mal alles in ME hinein. Ich schaue quasi auf das ME. Wir warten immer noch. Man hat zu lange gewartet. Einige sind eingeschlafen. Jetzt, mal die Teile. Ui. Und was gibt das? Du wirst gleich sehen. Eins der teuersten Teile, die ich je gemacht habe. Ja, was wir beide da. Oh ja, Superconductor. Das ist so unglaublich. Und. Okay. Wir brauchen davon. 32, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ja, ich hab noch 5. Wir hatten noch 5 Stück übrig. Ja, die habe ich dann nicht. Dann mir 33. Jetzt und kommt das nächste. Ich weiß ja, was du jetzt gebracht hast. Ja. Oh ja, jetzt weiß ich es. Ist das richtig? Ich glaube, da kommt. Genau. Quasi eins der wichtigsten. Wir müssen echt mal uns besser treiben, ne? 33, verdammt. Ja. Auf jeden Fall. Ja, also wir haben echt schon lange darauf hingearbeitet und endlich haben wir genug Fusionskeule, ne? Ich glaube, dafür haben wir jetzt knapp 1,5 Wochen gebraucht. Hätte ich nicht gedacht, dass es so lange dauert. Ja, hast du schon alles rausgeholt oder kann ich hier. Nee. Hast du alle? Warum? Warte mal kurz. Ich habe mir mal hier die Advanced Machine Casings schon mal rausgenommen. Da fehlen gerade Energy. Hast du die auch welche für den Superconductor gebraucht? Ja, schon, aber ich habe die alle abgezählt. Ach nee, da war ich. Stimmt ja, da gab es ein Problem. Weißt du was, dann gib mir schon mal die Fusionscoils, dann kann ich die schon mal dran setzen. Dann kann ich dir sagen, wie viele noch fehlen und alles, dann kannst du schon mal nachcraften. Kann ich dir jetzt schon sagen, es fehlen noch 13 Stück. Ja, okay. So, wo kommen die Fusionscoils denn? Willst du dabei sein oder? Bin hinter dir. Also. Die Fusionscoils kommen quasi hier in diesen mittleren Ring rein. Ja, ich weiß nicht, wie man es dazu sagen könnte.
wofür sie gebraucht werden, aber ich schätze mal. Ich sag mal, sie Sind leiten so das. gut wie das Herzstück. Ja, das auf jeden Fall. So, dann fehlt jetzt noch bis da drüben das Fusionsgold. Und ich schätze mal. 13 Stück und da fehlen uns noch. Scheiße. Energy Fluid Circuits oder wie die auch heißen. Ja. Okay. Energy Flow Circuits. Dann tue ich schon mal an die Stellen, wo die Fusionskeule schon drauf ist, tue ich mal die Advanced Machine Casings drauf. Das war Okay. da, da. Okay, quasi in die Mitte. Da freilassen. Da, da. Da, da, da. Da wieder freilassen. Da, da. Da, da. Und da freilassen. Gut. Also langsam nimmt das Ganze echt schon Gestalt an. Ja, der Rest, der noch oben drauf muss, wo der Dosch gerade die Stellen freigelassen hat, da kommen die Fusion Material Injektoren noch einmal hin. Weil die kommen einmal oben und einmal unten hin. Gut. Und ich glaube, das war dann so, dass. Drüben. Aua. Dass von oben und von unten jeweils das Fusionsmaterial das jeweilige drauf kommt, ne? Also, soweit ich weiß, kommen hier, also kommt überall von oben und von unten kommt das Material rein. Und von den Seiten kann es rausgeholt werden. Ja, also von hier und hier, also von hinten und von vorne. Das wird auch noch lustig, das Ganze mit dem Strom zu verkabeln. Die Energy-Injektoren sind ja hier in der Ecke. Ja, ich meinte bloß, den Strom bis hier runterzuleiten. Ich wäre vielleicht schon fast dafür, dass wir hier unten dann ein bisschen mehr Gewerkteck aufbauen. Ja, stimmt, da habe ich ja auch noch was in der Tasche. Ach ja, war ja was. Ja, kommt mal mit wieder nach oben. Da habe ich nämlich außerhalb von Doshs ein C-Vermögen. Hat. Also habe ich da noch was anderes gecraftet. Er hatte Langeweile. Ich gehe mal ins Rechte. Das Rechte, okay. Ja. Ja, der Ich verrückte habe Tag. 4 ASUs gemacht. I'm crazy. Wir haben nur ein Problem. Wir haben nicht genug Strom oder was? Nö. Wir müssen den Strom bis da runter leiten und wir müssen die da unten aufladen, weil die Electric Wrench diesen Mode nicht umschalten kann. Weißt du, was ich dann vielleicht sagen würde? Was? Wollen wir das Dragon Egg Energy von hier unten nach mit nach unten nehmen und dann vielleicht hier den Strom über eine Lightning Rod laufen lassen? Das könnte man vielleicht machen. Weil momentan brauchen wir hier die AE-Maschine, glaube die Gregtech-Maschine nicht so wirklich oft mehr, oder? Du musst noch die Maschinen für den Fusionsreaktor da unten bedenken, ne? Also, es wird doch mal eine heftige Ja, Crafterei. schon klar. Bloß hier sind noch 100 Millionen EU drin, dann klemmen wir hier so lange Yo-Yo Matter ab. Fertig. Eine Wrench. Brauchst du dafür? Okay. Ich mach das Dragon Egg wieder ab. Ups, wo ist es hin? Ich hab vergessen, dass der Shift rechts klick. Ah, da ist es. Bezen. Ich hab's schon. War hier unten auf der Etage. Okay. Wrench. Brauchen wir Und. eine normale Steel Wrench, oder? Ne Wrench reicht. Nimm einfach die Tanks ins Ziel, wenn ich alle ist. Oder. Ja, du hast ja, mach einfach. Jetzt mal funktionieren würde. Geh mal her. Lol.
Gut. Dann gehen wir runter. Mach mal hier auf der Etage, ne? Ja. Würde ich sagen, hier schön, sagen, schön mittig, ne? Mittig? Ja. Hast du den Hammer noch einstecken? Jo. Komm ich den mal. Jupp, hier ist der Hammer. Ich setze das Energy Siphon dann schon mal hier vorne hin. Ja. Und das Dragon. Mittig, oder? Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass dann quasi von hier so die Stränge nach hinten gehen für die Maschinen und dann auch nochmal einen Strang nach unten. Na, ich wollte die Maschinen so aufteilen, also 50-50. Also ich hatte das jetzt eigentlich hier so gedacht. Pass auf. Kabel geht hier nach links, hier hinten, teilt sich hier nach links und rechts auf. Dass dann quasi hier und hier so die Maschinen stehen und dann auf der anderen Seite auch mal. Und dann ist dann ein Kabel ja. Nach. Ja. Dann hätte ich das aber in die Mitte gestellt. Genau in die Mitte. Wie du meinst. Ich finde, das ist Jacke wie Hose. Ah, doch nicht so. Och, jetzt hör auf rumzuzicken oder du kriegst mein Schwert. So. Weißt du gar nicht, was ich vorhabe? So. Wo willst du das jetzt hinhaben? Da vorne in die Mitte. Ja, genau. So, und jetzt hör auf rumzuheulen. So. Was brauchen wir dann noch? Wie sieht das jetzt hier gerade strommäßig aus? Ja, läuft langsam leer. Gut, das läuft noch. Sagen wir es so, wir können ja auch nochmal... Ich glaube, das war jetzt gerade noch ein bisschen voreilig, wie wir das gemacht haben. Das kann ja auch so lange oben bleiben, bis wir hier die Maschinen haben. Eigentlich ja schon. Und wieder weg damit. Gott, sind wir Helden. Lass mir auch erstmal die AESUs im Inventar, oder was? Ja, ja. Ich stopfe hier mal so einen Fleischbarren in die Fresse. Das klingt auch bescheuert. Gut. Was brauchen wir... Guck mal die... Use mal in den Safe. Ja, mach du das mal lieber, weil ich will nicht zeigen, was da drin ist. Ja, kann ich verstehen. Okay, zu einem Safe. Also, was brauchen wir für die Produktion vom Fusionsreaktor? Wir wollen den Fusionsreaktor über, nicht Deuterium, sondern über Deuterium und Tritium laufen lassen. Für Deuterium brauchen wir 4 Hydrogenzellen, die in der Zentrifuge geeinigt werden. Dann brauchen wir für Hydrogen 6 Electrolyzed Water Cells im Electrolyzer und für Electrolyzed Water brauchen wir Waterzellen. Ich würde sagen, dass die Waterzellen lassen wir eindeutig über Aquen mit Fluid-Transportern laufen. Ja. Soll ich dann schon mal 5 Aquen und 5 Fluid-Transporter machen, oder? Warte mal kurz.